sicher auch ein Trainer, der da während des Spiels kein Blatt vor dem Mund nimmt. Boah, das ist wieder der Block da. Carsten probiert es da mit dem Kopf durch die Wand. Und der geht rein übers Brett. Ray Clark. Glück der Nächste werden. Wieder der Ballverlust. Und Saibu mit den einfachen Punkten an der Gegenseite. Jena da auch sehr aufmerksam, das muss man sagen. In seinen ersten beiden Spielen gegen Trier und Paderborn am Anfang der Saison 13 und 14 Punkte gemacht. Wenn wir jetzt hier das schöne Anspiel sehen von Francis Möller, kommt zur Hilfe und dann ist Haukohl da komplett frei. Keine gute Ausgangslage, wenn deine besten Scorer beide jetzt schon mit 3 Fouls belastet sind. Da müssen sie wirklich jetzt aufpassen. Wenn der Dreier jetzt auch nicht fällt, aber endlich mal wieder ein Offensiv-Rebound und der Putback. Lorenz Bank. Keine gute Zuteilung da beim Boxout bei den Düsseldorfern. JJ Mann, auch ein Top-Akteur der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Ja, so ein bisschen Nervenflattern bei einigen Knights-Spielern ist da schon vorhanden. Pfeilenschmied von außen. Wow! Der Youngster mit seinen ersten Punkten. Und das tut ihm so gut, dem Neil Pfeilenschmied. Das tut ihm so gut. Holt sich jetzt auch den Rebound unterm Korb. JJ Mann abgeräumt von Musinski. Was macht Michael Miller? 80 zu 63. Ja, am Ende deutlich. Am Ende deutlich verlieren die Kirchheimer. Für Robin Benzing, der diese Woche 35 Jahre alt geworden ist, da auch nochmal alles Gute nachträglich. Figge, schnell, gutes Tempo und da ist es Wilson! Aber da auch mit dem kleinen Urschrei, Mr. Wilson. Ich denke, wir sehen es gerade nochmal. Nochmal zum Genießen. Und da kommt er, Wilson, angeflogen. Babov. Weil jetzt bringt den Ball aber gut über die Mittellinie. Aber nicht gut zu Wilson, verliert den Ball. Und das sind leichte Punkte für Bayreuth. Krajcovic. Spielt auf Benzing. Bruce. Rein zu Meyer. Doppelpass. Schönes Zusammenspiel. Dann ist Krajcovic da frei für den Dreier. Und das nutzt er natürlich. Simon Krajcovic. Zweiter erfolgreicher Dreier. Legt sich sein Gegenspieler da zurecht, pflegt ihn dann Benzing völlig frei und ein wunderschön herausgespielter Dreier. 61-35 damit. Aber jetzt ein schönes 3-Punkte-Spiel oder ein potenzielles zumindest für die Bayreuther. Nicht die bessere Position, aber geht zu früh nach oben und das ist ein super Cut von McCall und der mit dem ersten Highlight. Das ist ein wichtiger Rebound. Und dann Monte Rosa. Und das ist ein Elliot. Let's go! Courtney Alexander in seiner Manier. Der hat auch Sprungfedern in den Beinen. Wahnsinn. Absolut. Hat in Koblenz sehr, sehr viel von draußen geschossen. Allerdings nicht getroffen. Und das ist ein super Pass von Julius Wolf und Courtney Alexander mit dem nächsten Highlight. Alexander mit einem sehr, sehr guten Spiel in der Offensive. Der Rebound ist wichtig von Julius Wolf. Super Bewegung. Und dann verliert er den Ball. Und ja. Behind the back pass. Und da haben wir das nächste Highlight auf der anderen Seite. Auszeit Nürnberg. Muss die Auszeit auch kommen. Julius Wolf, der offensiv aktuell noch nicht so ganz glänzen kann, aber defensiv super. Und das ist ein ganz, ganz starker Pass von Köpple. Köpple auf Alexander. Und die nächsten einfachen Punkte. Koblenz nochmal die Möglichkeit, 5,6 Sekunden draufzulegen. Wie nutzen sie das? Sie nutzen ja, das richtig gut. Meine Güte, von außen treffen die heute alles. Plus Kota. Machst du dann Ruhe rein, mit ne? Ruhe und Bedacht. Das ging sehr, sehr einfach. Aber es macht auch keinen Sinn, da jetzt noch ein überflüssiges Foul drauf zu packen, wenn er eh schon so durchgeht.
So, jetzt aber. Björn, wir hatten drüber gesprochen, bis bricht den Bann. Offensiv-Rebound bei Koblenz. Und klasse gelöst von Koblenz in dieser Phase. Ja, und die Dinger sitzen. Und jetzt sind es 10 Punkte bei 3:15 zu spielen. Ja. Aber Treffer Dreier. Gieske. Kommt ihr mit schnellen Händen. Und nochmal den. Aber es tut mir so leid. Spiel wird ein frühes Pick and Roll gespielt, es wird geswitcht. Strange mit dem letzten Wurf und er sitzt! Junge! Das ist Matt Strange. Ja, definitiv. Und wenn er sich hier nicht rausbringen lässt, auch definitiv. Mit Drive zum Korb. Matt Strange at one, let's go! Ich habe heute übrigens mit jemandem gewettet, dass er über 10 Punkte macht. Ja. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus. Ja, gerade mit den Guards im Low Post, finde ich, machen die Jungs da einen guten Job. Ja. Aggressiv davor, sehr aktiv. Der Dieme, 1 gegen 1. Oh, sehr akrobatisch hier. Ganz toller Abschluss. Ja. Ich meine, wir kennen Roman ja dafür. So, Zerner jetzt noch 23 Jahre jung. Kaya Beira mit dem nächsten Turnover. Aber natürlich auch mit Zerner hier, der. Oh, schöner Fastbreak. Gut abgeschlossen. Steht Bühner. 2:02 steht da oben auf dem Würfel. Ball kommt gut. Super Pass hier, wow. Klasse gespielt. Teichmann, der hier hoch zum Wurf springt und dann im letzten Moment dann doch den besser positionierten Zerner in Szene setzt. Fahrer. Schwieriger Wurf. Dreier und mit Foul. Der Pass mit Kontakt. Vitale. Tanz nicht wahrhaben, möchte da noch mal kurz in die Diskussion mit der Schiedsrichter gehen, die wird das aber nicht ändern. Es gibt noch die Chance zum 4-Punkt-Spiel. Und aktueller Spielstand 13:5. Und jetzt Shepherds. Glücklich landet der Ball bei Bakary Diba. Und da ist der nächste Steal von. Oh, und was? Oh, Sean Williams dankt den Ball. Vielleicht kriegen wir noch raus, warum es diesen Freiwurf jetzt gab. Kann eigentlich nur ein technisches Foul oder ähnliches gewesen sein. Schöner Fastbreak jetzt. Muss jetzt schnell das Feld überbrücken. Und Adam Turay ist jetzt Ballvorträger. Pettersson, boah, weiter Dreier von Pettersson. Hält seine Mannschaft am Leben. Wahnsinn. Das Auge für die Spieler. Schöner Pass. Starker Pass und Giles. Dann mit den einfachen Punkten. Ballbesitz bleiben. Anthony hat halt einfach ein starkes Handle und wollte gerade sagen, macht dann die einfachen Punkte, aber trifft dann den Floater nicht. Und da. Davon zu ziehen kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall. Starkes Ding von Henningsen. Ein bisschen sich ein Polster zu erspielen und das machen sie auch.